So, weiter geht's mit dem Gulliver-LP. Wir waren letztens stehen geblieben, indem wir diese Treppe hier ausgebaut hatten. Genau. Dann denke ich mir mal, basteln wir uns erstmal erneute. Ja. Aus Erde wird das nicht viel, aus Pflasterstein. Neue Stufen. Ich würde mal sagen, gleich mal drei. Ja, reicht eigentlich. 18 Stück sollte eigentlich erstmal reichen. Und ich höre da draußen ein Skelett. Was mir irgendwie überhaupt nicht gefällt. So, ich gucke gerade mal. Können wir noch einen Radar bauen? Die Höhle wird hier auch noch anders fertiggestellt. Aber erstmal muss ich hier den Treppenaufgang ordentlich hinbekommen. Das heißt, der kommt erstmal weg. So. 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 Und so. Jetzt muss ich natürlich auch hier die Decke ein bisschen weiter ausbauen. So, so dass wir da. Ja, das hier wird vielleicht noch ein bisschen stören. So. Genau, und die Wand dürfte hier im Grunde genommen dann hinter auch nichts sein. Wir wollen uns ja hier eine richtig schöne Bergbehausung machen. Ich weiß, der Berg ist zwar nicht ganz groß, aber trotzdem kann man hier ein niedliches Häuschen oder, ja, eine Unterkunft halt bauen. Es wächst und wächst einfach nicht weiter. Es dauert halt sehr lange ohne Wasser. Da ist das Skelett. Skeletti! Alter. Es hört sich an, als ob die Spinne hier gleich drinne ist, ey. Schlimm. Machen wir noch eine Fackel lieber hin. Da auch. Uns ja hier richtig gut ausgeleuchtet haben. So, die Treppe sollte eigentlich so genügen, denke ich mir mal erstmal. Hinterher werden wir die noch mit anderen Steinen aufziehen. Momentan reicht das aber erstmal. So, den können wir wegmachen. Und im Grunde genommen ist es jetzt. Da spielt das Klavier wieder. Im Grunde genommen ist es jetzt so, wir könnten entweder warten. Da wir auch noch nicht so gut ausgerüstet sind. Da bis es Tag wird, oder wir stellen uns den Kampf. Und ganz ehrlich, ich warte lieber. So. Dann machen wir halt unsere Höhle noch etwas größer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Müssten wir eigentlich nach hier auch noch eingehen. Genau, dann ist das wenigstens symmetrisch. Genau. Bis hierhin baue ich jetzt erstmal. Die Fackel lassen wir da erstmal so hängen. Das können wir später noch ändern. Glaube, das muss dann so aussehen. Ich möchte mich auch hier nicht gerne weiter hochbuddeln. Es könnte dann nicht sein, dass da die Spinne haust. Ich möchte den so eine auf den Nuss geben, den Skelett, das glaubt ihr gar nicht. Das Blöde ist ja nicht. Ja, was ist denn jetzt los? Ist das ein Mist, ey? Nicht jetzt. Das tut mir gerade leid, ich muss leider und. Oder? Das ist doch Mist, ey. Ja, 60% ausgelastet und er sagt, das ruckelt. Ja, ist klar. Wir sehen uns gleich wieder. Tut mir leid, bis gleich.
Tut mir leid, ich weiß auch echt nicht, was da gerade los war. Irgendwie. Normalerweise habe ich eigentlich keine Probleme, wenn ich mit Fraps. Ich nehme übrigens mit Fraps auf. Wenn ich mit Fraps aufnehme. Ich weiß nicht. Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Dafür werde ich mich revanchieren und ich werde hier einfach mal ein bisschen Killing machen dafür. Hat sich doch wenigstens gelohnt. Passt doch. Dafür, dass ich. Ja, dafür, dass ich den weggeimt hatte. Oh, zwei Knochen und zwei Pfeile gleich rausbekommen. Die packen wir uns gleich mal in eine Truhe, dass die uns nicht flöten gehen. Das wäre scheiße. Also Knochen sind wirklich Wundermittel. Kann ich auch mal kurz demonstrieren mit einem. Einen gönnen wir uns ruhig mal. Mach mal drei Knochenmehl. Und durch drei Knochenmehl können wir dieses, was wir hier anbauen, schneller wachsen lassen. Das heißt, noch ist es so und jetzt ist es ausgereift. Und wenn das so aussieht, können wir das ernten. Dann kriegen wir einmal Weizen raus. Das können wir auch hier mitmachen. Dann kriegen wir noch einen Weizen. Jetzt haben wir aber keine Seeds, also keine Samen mehr dafür. Macht allerdings nichts. Wenn es wieder Tag wird, gehen wir mal auf Seedsuche, dass wir mal ein bisschen. Ja. Ein paar Dings bekommen. Etwas zu futtern, würde ich sagen. So, machen wir erstmal da einen hin. Dass wir hier weiterbauen können. So, das kommt weg. Wenn wir jetzt hier hochgehen, würde ich das gleiche so vorschlagen erstmal. So. So. Hier würde ich das allerdings schon wieder anders machen. Da geht auch schon die Spitzhacke kaputt. Das heißt, wir craften uns jetzt erstmal schnell wieder eine neue. Und drei, ja, pass auf, da machen wir gleich mal zwei. Ja, sieben, ja, klar. Ach, wisst ihr was? So, können wir auch gleich so behalten. So, und am nächsten Tag müssen wir uns auch wieder Holz besorgen. Wir haben kaum noch Holz. Also, es geht schneller weg, als ihr denkt jetzt. Wenn ihr das seht und denkt, oh, der hat doch noch genug. Es geht schneller weg, als ihr denkt. So. Eine Steinspitzhacke. Ah. Und noch eine. So. Jetzt können wir hier oben weiterbauen. Frage ist jetzt, ja, das müssen wir schon machen. So. So. Müssen wir jetzt natürlich alles ein bisschen erhöhen. Habe ich mir anders geplant als gedacht, aber naja. So, dann kriegen wir die da noch weg. Kann auch endlich weg. Was heißt hier endlich? Habe ich auch eben das hingebaut. Haha. So, packen wir das da hin. Kommt die Reihe hier weg. Die uns da ja nicht sehr viel bringen wird. Oh, da haben wir was vergessen. Egal. Kommt da so einer hin. Die beiden kommen weg. So, dann haben wir hier wieder eine glatte Ebene. Das heißt, hier werden wir die Steine wieder hinpacken. Hier können wir die Ebene wegreißen. Muss ich jetzt leider alles ein bisschen umdenken, aber naja, gut, können wir auch nichts ändern. So, dann können wir hier so hoch. So, können da noch welche Stufen hinmachen und können die hier wegmachen. Wird unser Vorsprung zwar ein bisschen kleiner, von zumindest jetzt erstmal, aber das können wir hinterher auch noch ändern. So, jetzt haben wir hier echt einen schönen Gang erstmal. Nach unten. So, jetzt gucken wir mal. Es ist, denke ich mal. Moment. Bevor wir losgehen, wäre immer sicher, das zu Hause lassen, was wir echt nicht brauchen. Einfach deshalb, wenn wir mal sterben. Eine kann ruhig hier bleiben. Die nehmen wir mit. Falls wir mal wirklich sterben, dass wir nicht alle Sachen gleich verlieren. Pass mal auf. Wir sind jetzt geizig. Wir lassen das jetzt erstmal hier.
gucken jetzt hier vorne. Die Frage ist nur, am besten würde ich jetzt Kohle abbauen. Am besten würde ich auch das hier ein bisschen verschönern. Kommt das erstmal weg? Ich weiß, ich wollte jetzt eigentlich Dings Seed suchen. Aber das können wir auch noch gleich machen. Das Huhn hängt da ja immer noch. Oh Mann. Naja, egal. Dann suchen wir jetzt erstmal schnell Seeds. Denn ich brauche bald auch was zu essen, denke ich mir mal. Und indem ihr Seeds müsst ihr einfach nur diese Grasdinger hier abschlagen und darauf hoffen, dass ihr einen Samen daraus bekommt. Seht ihr? Einen habe ich bekommen. Aus dem wusste ich jetzt eben nicht, ob man da auch einen bekommt. Ist einfach probiert. So, jetzt werde ich. Am liebsten würde ich. Die reagieren doch auf Seeds, ne? Komm her. Ja, komm her. Dann halt können wir uns gleich Hühner als Haustiere halten. Ist auch nicht schlecht. Hab ich Glück, ey. Aber das heißt noch lange nichts, dass sie hier oben nicht hingeht. Das heißt, hier werden wir auch erstmal machen. Da wird sie nicht unter durchkommen. Komm her. Komm her. Super. Das ist echt verarsche. Komm her. Komm, put, put, put. Das Beste ist, jetzt reagiert das andere auch. Das heißt, die kommen beide mit. Das ist echt super. Und jetzt müssen wir gleich zur Tür rennen. Haha, ich habe euch verarscht. So. Jetzt bauen wir für den erstmal ein kleines Käfig, weil ich habe. Oh, nee. Schon wieder. Weil ich habe nämlich echt keinen Bock, dass die Hühner. Genau. Sonst wo stiften gehen. Aber ich denke mal, da bauen wir ruhig Zaun. Ich überlege gerade. Könnten den eigentlich auch ruhig aus Zaun bauen? Dann gehen wir halt gleich noch ein bisschen Holz suchen. So schlimm ist das jetzt nicht. Ja, das kotzt mich gerade echt an hier. So. Da werden wir jetzt ein paar Zäune rausmachen. Zwei. So. Das war echt gut, aber. Kommt her. Aber ich werde jetzt erstmal rausgehen und ein bisschen Holz. So. Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder. Also, ich muss da echt mal jetzt gucken, bevor ich weiter aufnehme. Weil so geht das echt nicht. Wollte jetzt eigentlich nur noch schnell aufnehmen, dass ich eine Folge raushauen kann. Ist eigentlich aber auch nicht so unbedingt die Optimallösung. Deswegen werde ich mich jetzt da anders dann mal gucken, was da die Fehler sind. Wenn ihr das wisst, was das für Fehler sind oder so, gerne könnt ihr euch gerne schreiben. Ich weiß es nämlich leider nicht. Das mit Laggen, das geht mir auch auf tierisch auf den Piss. Sorry, ist aber so. Nicht, dass wir hier hinterher dafür noch sterben, ey. So. Kommt hierher. Das gefällt mir echt nicht, ey. Meine Fresse. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Dem Holz werden wir jetzt, machen wir mal 4.
Da werden wir jetzt Zäune rausmachen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade ein bisschen nicht so viel rede oder so, aber ich überlege gerade die ganze Zeit, was das jetzt sein könnte. Auch die ständigen Lags. So. Machen wir mal das, 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 das. Oh, dann haben wir da Zäune. Pass auf, zwei packen wir runter. Die nehmen wir da wieder weg. Packen dann hier zwei davon hin. Kriegen wir nämlich ein Zauntor. So, und ich beende das nochmal kurz für diese Folge, weil so geht das echt nicht weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.